Meine Nase. Aua! Ich stelle mich mal lieber eine Runde tot. Ich habe, glaube ich, ein Problem. Jetzt bleibst du stecken, oder was? Ach du Scheiße. Komm ich echt nicht voran, oder? Doch. Ah, doch. Ich hab mein Paddel wieder. Ich weiß nur noch nicht, wie ich darüber kommen soll. Und ich müsste jetzt wahrscheinlich auch die Steine mal aus dem Boot werfen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Werde ich sehen, wenn das Licht angeht, ne? Ja. Dann kommt ein Wasserfall und du fliegst runter. Yeah. Auf jeden Fall taucht das Boot nämlich langsam wieder auf. Das kannst du ja auch nicht Boot nennen, ne? Das ist ein Boot. Nein, das ist ein Gittergestell. Raus mit dir, du hässlicher Stein. So. Ich hab's geschafft. Ei, 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 ei. Ach, bist du auch da? Oh, Ich bin nein. gespannt, was du machen musst. Nein. Nein. Ich sauf jetzt nicht ernsthaft ab, oder? Ach, du bist auch bei mir. Gott sei Dank. Wie machst denn du das? Das Schaukeln Ja. nach links und rechts. Okay. Sag Sich mal, kommt bewegen. mir das nur so vor oder bewegt sich der Stein hier weg? Den hat er nicht gegriffen. Nee, kommt mir nur so vor, Das weil der kommt. Nebel sich bewegt hat. Genau. Hat hier voll Cliffhanger spielen auch. So. Ist ein bisschen falsch, wie ich pendel. Ich möchte eher so hier in diese Richtung pendeln. Ne, so jetzt auch wiederum nicht. Hallo? Da in die Richtung möchte ich pendeln. Sehr schön. Und nicht jedes Ich Mal krieg mit da den Füßen irgendwie so einen aufschlagen. Lackmus. Ich versuche das jetzt mit einem krassen Sprung. Benny spielt's mit dem Controller. Ja, nein. Und wir ansonsten mit der Tastatur. Und Maus. Wenn man keinen Controller hat, halt. Ich habe schon einen, aber ich weiß nicht, wo er gerade ist. Das ist ein Nachteil. Ja. Also, es lässt sich mit dem Controller auf jeden Fall sehr geil spielen. Das muss ich sagen. Also ich spiele es mit Tastatur und Maus. Ich habe auch keinen. Aber Ich du weiß hast. gar nicht, wo ich hier hin muss. Hast du da noch einen Floß überhaupt?
Michelle, du hast doch eine PS4, denke ich. Du, da ist ein Controller, den kannst du Nein. Rechner stellen dran machen. Dann kommst du da eh nicht mehr weg, ohne Floß. Und ich überlege mir schon, wie ich hier weiterkomme. Boah, ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ich muss mich mit der Kette darüber hangeln. Das ist doch ätzend. Ja, weil da war nämlich das Floß, was ich hier vorne habe. Das musste ich damit Steine beladen, um dann hierher fahren zu können unter der Brücke durch. Okay. Ich habe hier noch einen schwarzen Stock. Ja, genau, mit dem konnte man das Floß ein bisschen festhalten. Kommt nicht hoch genug an die Kette dran. Ja! Und nun? Musst du dich einmal sterben lassen, wenn du zu mir möchtest. Ich komme gestorben. Okay, ich bin bei mir. Bei mir? Nein. Ja, bist du abgesoffen? Ja. Wo bist du? Bei mir fahren beim Stock. Okay, dann muss ich alleine Seilbahn fahren. Schade, ich dachte, ich könnte dich jetzt mitnehmen. Rein theoretisch könnte ich, aber wenn ich schnell bin und langsam sterbe, bis zu dir laufen. Tschüss. Ne, fällt's immer wieder darunter. Ja, dann fahre ich mal eben hier hoch, dann darfst du gleich sterben. Ich hoffe nur, ich falle hier nicht raus. Dann ist wirklich Arschkarte. Ich halte mich lieber am Fußboden fest. Ich frage ihn, das Männchen mit seinem Arm, ey. Ich sehe dich gar nicht mehr. Doch da fällt's runter. So. Komme ich auch mal an hier? Wieder ein ganzes Stück zum Hochflug. So. Ah, aber hier wäre ein Hebel, dass ich sie auch wieder runterschicken könnte. So, wenn du jetzt stirbst, kommst du dann zu mir? Wäre eher traumhaft, weil sonst ist irgendwie doof. Ja. Ja. Hier eine Vermutung. Also du kommst nicht zu mir, wenn du stirbst, sagst du, ja? Nee, glaube ich nicht. Aber ich kann nicht mal sterben. Oh, jetzt bin ich reingefallen. Jawohl. Seilbahn. Oh, nicht schon wieder. Steh doch auf, Mädchen. Willst du mit der Luftmatratze fahren? Möchte ich was? Mit der Luftmatratze, die da liegt. Ey, cool. Ich weiß nicht, was passiert. Keine Ahnung, aber ich lasse jetzt hier gleich, also wenn du drauf bist, ziehe ich die Kette und dann müsstest du eigentlich abrauschen. Soll ich mich irgendwie festhalten irgendwo, Also falls du mitmöchtest? ich schubse dich nochmal ein bisschen ins Wasser. Ich gehe, glaube ich, runter. Ja, ich starte. Startest? Okay. Dann ziehe ich jetzt mal den Stöpsel. Korken. Spül mich runter. Klemmt, der klemmt. Geh ab. Da ist Eieiei. Spannung drauf. Aha. Tschüss. Nicht?
Komm schnell, komm schnell. Hä? Okay, warte mal, bleib du mal sitzen. Hier ist eine Treppe runter. Muss ich hier noch was machen? Ach, ich glaube, ich ver... Ja, ich verstehe. Deswegen die Seilbahn. Alles klar. Ich muss die hier einhängen. Mit der Seilbahn einreißen, oder? Genau. So, bist du bereit? Ich schüttel den Kopf. Du hast keine Wahl mehr. Jetzt geht's bergab für dich. Ich will aber nicht fliegen wollen, wenn du das was halt. Auf Wiedersehen. Ist ja wieder Katapult, oder? Ach so, jetzt verstehe ich. Wasserfall runter. Oh je, Männer. Und ich dachte, du darfst mit. Nein, ich gehe die Treppe, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, bist du gemein. Ja, aber er hat Spaß. Fährst du auch, oder? Aber da ist aber auch noch so Ding. Kann er ja gar nicht weiter. Das siehst du nicht, wenn ich gleich da durchkomme. Wieso schüttelst du eigentlich mit dem Kopf so? Wie machst du? Achso. Viel Spaß! Oh, runtergefallen. Wie geil. Es kann aber sein, dass deins der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Ich will mal hier jetzt rüber balancieren. Da ist es. Da kannst du hinterher springen. Da gehst du nicht kaputt. Von der Matratze getötet. Aua. Aber. Ich will auf jeden Fall da oben drüber. Darüber. Ich will. Da ist ein Hebel. Wo ist ein Hebel? Was für ein Hebel? Da oben. Da oben ist ein Hebel drauf. Und da möchte ich hin. Wie bist du jetzt von dort dahin? Das weiß ich noch nicht. Ich will dann. Nein! Hier wurde jemand angespült. Nee, wir müssen zu dem Hebel. Wir kommen hier nämlich sonst nicht raus. Das Gitter ist zu für den Ausgang. Aber wie wollt ihr dahin? Balancieren. Ich ahne Schlimmes. Ich geh mal sterben. Wasser, ich komme! Das ist ja da, wo das Ding. Gluck, 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 gluck. Ja, jetzt bin ich mich wieder hier oben. Nein, nicht absaufen. Boah, das Ding ist nur, wie willst du mit den Viechern darüber balancieren, Alter? Das ist nahezu unmöglich. So. Vor allem hält er sich auch nicht. Ich bin jetzt hier oben. Wo? Bei der Luftmatratze. Ja. Weißt du, was ich mache? Und vielleicht kann er da auch. Da oben? Kann er sich nicht da irgendwie an dem Seil da hochrutschen? Ich hange mich da jetzt lang. Und dann loslassen. Oh, rechts, links, rechts. Oh Gott. Ja, ich hab in die Luftmatratze reingeworfen, also untergehen tust du nicht. Das ist Freeclimber. Ja, ich bin hier der krasseste Hund im Staat. Weißt du, was ich mache? Ich halte mich einfach an dem Wasserrad fest. Oh, wieso komme ich da nicht drauf? Das wollte ich auch vorschlagen. Das ist nämlich auch der Weg. So, ich stehe auf dem Wasserrad. Ich komme. Ich hänge am Wasserrad.
Das ist aber langsam. Du bist so dick. Sag nicht sowas. Und wie kommt der dicke Hund da jetzt rüber? Gar nicht. Bist du da? Ja. Ja, er ist da. Ich bin neugierig. Jetzt frage ich mich nur, wie komme ich da jetzt wieder hin? Gar nicht mehr. Ich muss wieder absaufen. Oder nochmal mit dem Wasserrad fahren. Fahrschein und eine Runde kostet ja nichts. Wo hast denn du dich da draufgestellt? Ich kann ja nirgendwo stehen. Da, wo du dich festhebst, wenn du über die Kante schaust, ist so ein komischer Querbalken. Da stand ich drauf. Aha, ich verstehe. Andere Seite. Aua, au, Seite. Au. Au. Au, au, au. So. Bitte geh darüber, ohne runterzufallen. Bitte geh darüber. Warum bin ich auch da raus? Genau. Sehr schön. Hast du den Hebel schon gezogen? Nein. Reiß ab das Ding. Ist wieder zu, ne? Schön. So. Voll Gas rein hier. Kann man hier hüpfen? Alter, das ist ein Sprungbrett. Cool. Jo. Eieiei, jetzt komm. Ah, ja. Ich hätte gern den Sprung gesehen. Oh, jetzt, ihr seid im Lüfter. Ja, jetzt wird's interessant. Mit Kabel und so'n Kram. Ich beiß ins Kabel. Ihr seid bestimmt im Rechner drin. Nee, Kraftwerk. Nee. Michelle, brauchst du nicht. Das durfte ich auch nicht. Erst einspielen gibt's nicht, genau. Ach, wir brauchen die Kabel. Wie einspielen habe ich auch nicht. Genau, keiner hat sich eingespielt. Wir haben uns nicht eingespielt, wir haben es durchgespielt. Das könnte bald zutreffen. Ich sag euch dann, wenn er am Schluss... Falls ich das. So, jetzt wird der Hund auch noch zum Elektriker hier. Im letzten Level war ich ja schon. Nee, rot ist bäh auf blauem Kabel. So. Ich mach rot da drüben rein. Okay, dann mache ich rot hier rein, wenn du das blaue da drüben rein machst. Passt. Nicht mehr dran lecken, ist Saft drauf. Er reißt erstmal das rote wieder raus. Du hast einen Knoten reingemacht. Hilft's besser. Bzzz, aua. Michelle, genau das ist ja der Sinn der Sache. Das ist dann richtig. Na! Nein, ich wollte nicht mit runter. Aua. Lass mal die Stange mitnehmen, die können wir vielleicht auch noch gebrauchen. Wer weiß, wofür die noch gut sein könnte. Pong voll in die Fresse. Wir brauchen. Ist das jetzt eine Batterie? Ja, ich glaube, das ist eine Batterie hier. Reichen die Kabel so? Oh. Schön ins Rote rein. Kurzschluss.
Kriege ich auch nicht mehr raus. Ja, verklemmt. Festgeschweißt. Jetzt habe ich's. Passt. Ist spannend, Bro. Die Stange nehme ich trotzdem nochmal mit. Die liegt nicht ohne Grund hier. Brauchen wir. Die Stange kannst du da drauflegen. Siehste, ich wusste doch, die hat einen Grund. Ja, eigentlich ist das die Kiste da oben, oder? Mir fehlt ein Bein. Wem fehlt ein Bein? Was mit dir? Du hast denn das verloren? Soll ich dich tragen? Komm her. Ich hab dich verstanden. Oh Gott. Jetzt ist doch vollkommen unnutz mit einem Bein. Weißt du, wie schwer das geht zu laufen? Keine Ahnung. Die Stange ist nicht schwer genug. Oh. Ich dachte, jetzt fehlen dir beide Beine. Ich weiß, wofür die Stange ist. Mach mein letztes Bein nicht kaputt. Vielleicht musst du dich einmal sterben lassen. Ja, aber wenn die Batterie klauen. Warte, noch nicht abmachen. Oder kannst du, zieh mal ab, geht das Tor dann zu? Moment. Zieh einfach an der Batterie. Ich muss rüber humpeln. Ja, okay, dann bleibt das Tor offen, dann brauchen wir die Stange ja doch nicht mehr vielleicht. Ihm fehlt eiskalten Bein. 100% die Starkstrom verschmort. Den kannst du machen. Ich hab schon ein Bein eingebiest. meine Finger, aua, ah. Au. Okay. Glaube ich. Ich glaube, etwas zu wissen. Das geht voll schwer zu laufen mit nur einem Bein. Ist das ernsthaft anders? Ja. Der Wipp, du musst voll gegen wippen. Ich komm angerüttelt. Ich hol ne Kiste. Ja, die steht hier oben. Ich weiß nur noch nicht, wie rankommen. Patsch. Wir brauchen die Stange wohl wahrscheinlich doch. So bin ich auf einem Bein ran und... Naja, zu langsam. So. Mit Balancieren ist nicht so. Mit einem Bein, wie soll ich denn da aufeinander rumspringen? Dann starte nochmal neu zur Not. Ja, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist von dem Spiel, wenn man sich da so zusammen verschmort. Oh Gott. Ne, ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ach, verdammt. Gibst du mir mal die Stange hoch? Ah, verdammt. Dann versuche ich da mal die Kiste runter zu wühlen irgendwie. So, oder? Andere Seite wäre cooler. Moment. Ja, du kannst es hochheben. Ich falle aber auch runter hier, glaube ich. Ich würde mir die gerne da drüben direkt nehmen wollen. Ja. Perfekt.
Moment, ich schwank noch, jetzt. Hab ich sie? Nee. In meine Fresse, jetzt hab ich sie, ja. Nein. Ich bin gerade noch ein bisschen verdammt ratlos. Du bist was? Oder können wir die Stange hier gebrauchen? Wie zum Kuckuck haben die sich das gedacht? Kann doch nicht deren Ernst sein. Ich klamme jetzt die Batterie. Wenn ich das Ding jetzt nehme, geht das zu. Stellst du dich mal da drauf? Ja. Ich klamme jetzt die Kiste. Und humpelt euch das Ding. Aber dann komme ich nicht mit rüber. Obwohl, vielleicht doch. Ich versuche mal oben dran lang zu balancieren. Ja, das geht mit meinem einem Bein irgendwie nicht mehr. War knapp, ne? Das war Sekundenzahl. Oh. Haha. Weißt du, wie das geht? Bring mal die Stange her. Ich glaube, man muss nur die Kiste auf dieses Band schieben und das Band bringt sie uns runter. Oder? Bin schon da. Haben wir halt anders gelöst. Plan B. Ja, man muss halt auch einen Plan B haben. Oh Gott, jetzt geht's zweite Bein drauf. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal die Batterie aufladen. Und dann darüber schleppen, irgendwie so, glaube ich. Vermute ich mal. Meinst du, ich krieg gerade ein Kabel gegriffen? So. Rot. Nein, rot wollte ich nicht. Rot will ich, ich hab doch ein Bein. Das sieht aber wirklich aus wie weggeschnitten, ne? Eher wie abgeschmort. Ich kam mit der Ventilator. Der Darth Vader von Human Fall Flat, ey. So. Hast du? Machen wir gemeinsam. Gemeinsam sind wir. Ah! So, dann. Kabel hier raus. Ist schon Power drauf. Warte mal. Heftig. Ja, der Saft muss aber hier drauf. Genau. Ich hoffe, dass das so geht. Mein Hobby-Elektriker, Alter. Hab ich. So, jetzt ist Saft drauf. Ja. Oh, hier liegen schon die nächsten Kabel. Alter. Mit dem Generator. Haben wir noch Saft auf der Batterie? Lass uns doch die Batterie einfach nehmen.
Ja, aber dann geht das doch zu, oder? Das könnte vielleicht sogar durchaus sein. Ja, au! Ah, meine Hand! Aua! Okay, dann geht das halt wieder zu. Jetzt ist die Batterie bestimmt leer.